Guten Morgen Welt, hier bei ManuLash. Heute gibt es einen kleinen Jahresrückblick. Ich habe mal ein bisschen was wieder auf Papier geschrieben. Typisch Einzigartigkeit, ne? Typisch anders, typisch ManuLash. Und ich würde euch einfach ja ein kurzes Revue geben, was passiert ist auf YouTube, also in der Games-Branche, was ich gespielt, was ich Let's Played, was ich durchgespielt habe. Und ja, ich wünsche euch einfach viel Spaß beim Zuhören. Der Auftakt zum Abschluss. Das Jahr 2013 im Abgesang, ein Fazit sowie krönender Ausklang. Liebe Abonnenten, nur kurze Geschichten werde ich zum Abschluss für euch dichten. Ein Revue lasse ich heute passieren, meinen YouTube-Werdegang möchte ich präsentieren. Sogleich werde ich starten, keine Sekunde müsst ihr mehr warten. Januar bis Mitte März sehr unspektakulär, YouTube bis dahin eher sekundär. Alsbald begann dieses Abenteuer mit einem Upload-Dauerfeuer. Sly Cooper als erstes Projekt, es erfüllte den erhofften Knalleffekt. Erste Abonnenten, Glück auf, bis dato ein prächtiger Verlauf. Kurzer Themenwechsel zum Abonnieren, 119 Abos kann ich bilanzieren. Zum Weihnachtsfest eine dreistellige Zahl wurde sattelfest. Danach brachte unser Christkind Schnapszahl 111 und zügigen Aufwind. So lässt sich Lob preisen, darf ich Nummer 120 vorweisen? Nun zurück zu alten Plänen, Anno Dead Space 3 im Koop kamen mir schon die Tränen. Lustiger Aufenthalt mit Spieß im All, leider war die Aufnahme der tiefe Fall. Deshalb das Let's Play verschwiegen, trotzdem konnten wir später noch gemeinsam siegen. Stund um Stund verging, nun war er vorbei, der Frühling. Es folgt die Sommeranalyse, es begann mit der Pilzapokalypse. Als einer der letzten bahnten wir uns einen Weg durch die Virusverletzten. Zwischendurch kam eine Anfrage, wie wäre es denn mit einer Ratchet und Clank-Einlage? Prompt probiert, mit Jack und Dexter aber auch noch nicht vollständig antiquiert. Nebenhin durften wir träumen, in Remember Me ein bisschen aufräumen. Nilin im futuristischen Neo-Paris erlebten wir ein traumhaftes Ereignis. Auf der E3 der nächste Wunsch, PS4 Release zum Weihnachtspunsch, ab zur nächsten Generation, Spielegrafik und sonstige Informationen. Eine Erfrischung, eine Wohltat, schwimmt Dagobert Duck täglich in seinem Geldbad. Entenhausen um die ganze Welt. Bei DuckTales Remaster gab es Oldschool Jump'n'Run Entgelt. Vom Panzerknacker, Beruf gewechselt, nun eben Hacker. Ich meine natürlich den einen Agent, die Nachtsichtbrille ist sein berühmtestes Instrument. Wir jagten der Blacklist nach, als Sam Fisher Türen und Schlösser brach. Der sechste Teil kann diesmal wieder sagen, leider geil. Im Herbst ohne Arm, Hals und Bein, ihr wisset schon, es kann kein anderer sein. Raymond lief auf in 2D, wieder sind die Lumps in Gefahr, Herr Jemine. Lang ersehnt, doch ich habe es fast abgelehnt. Meine Spiel des Jahresauszeichnung bereits vergeben, in GTA 5 konnte ich mich nicht ganz ausleben. Irgendwie zu viel war es in diesem zu so heiß gehandelten Spiel. Eher fein und smart. Rain war davon interessanter Machart. Als kleiner Junge durch den Regen, trotz Monsterverfolgungsjagden war er dem einen Mädchen erlegen. Lieber Geister in Form von Eiden, die Parallelwelten solltet ihr meiden. Emotionale Reise auf zauberhafte Art und Weise. Beyond Two Souls, der aktive Film, das Potenzial erkennen, waltet bitte sublim. Zum Ende noch ein paar Tiere, Ratchet unterschreibt die Gefängnispapiere und rettet wieder den Planeten, er lässt seine Gegner ordentlich durchkneten. Und nun als Schluss gibt es nochmal Koop-Genuss. Bei Neck, Spaß und Relikt gab es zuerst den Menschen-Kobold-Konflikt. Doch mehr war hinter dieser goldenen Tür, Spezi und Nike zeigten hier besonders Gespür. Ja, danke, das war das Jahr 2013. Ich hoffe, ihr bleibt mir auch im Jahr 2014 erhalten. Kurze Zusammenfassung, was in dem Jahr so alles passiert ist. Und ich hoffe, ich habe euch das ja ein bisschen nochmal schmackhaft machen können, was so passiert ist. Und ich würde sagen, jetzt kommen noch meine Top 10 morgen oder übermorgen und dann wünsche ich euch auch schon wieder ein gutes neues Jahr, guten Rutsch und habe die Ehre, Freunde, guten Abend, Welt, ciao!